True. So Margaret comes back to the United States. Und so kam Margaret wieder zurück in die Staaten und zog mit Mr. Landergan in seine kleine Wohnung in Revere, Massachusetts. Wenn man sieht, wo sie gelebt haben, erscheint es wie eine Ironie des Schicksals. Margaret Rudin, gesucht als die schwarze Witwe, ließ sich in einer Stadt nieder, die geschichtlich und wirtschaftlich nicht weiter von Las Vegas hätte entfernt sein können. Revere ist ein hübscher, geschichtsträchtiger Ort mit freundlichen Menschen. Nach einiger Zeit wurde er zum Entsorgungsort der Mafia von Boston. Wenn man jemanden loswerden will oder sich einer Leiche zu entledigen hat, braucht man nur nach Revere zu gehen. Dass dort niemand unangenehme Fragen stellt, liegt in der Geschichte der Stadt begründet. Keiner stellte der Frau Fragen, die sich den Namen Lee Brown gab. Jackie Mallow von Blues Diner hatte sie regelmäßig zu Gast. Margaret blieb eher für sich. Sie war freundlich, offen und sie hatte eine mütterliche Art. Sie war bei allen sehr beliebt. Ich habe in Revere sicher 100 Leute interviewt und keinen einzigen getroffen, der ihr auch nur annähernd so ein Verbrechen zugetraut hätte. Und sie lebte tatsächlich ein relativ normales Leben. Man nannte sie auch die Perückenlady. Hier kommen so viele Frauen mit Perücken rein, das fällt keinem mehr auf. Wir versuchen, die Menschen nicht nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Wir wollen den Leuten gegenüber unvoreingenommen sein. Sie ging jeden Tag zu einem Buchdrucker. Sie hatte keine regelmäßige Arbeit und ging mal hier und mal dorthin. Sie machte viele Kopien von misshandelten und geschlagenen Frauen. Ich dachte, sie arbeitet in einem dieser Frauenhäuser und würde die Blätter verteilen, um Leute aufzuklären und Frauen zu helfen. Jetzt kommt eine hübsche Geschichte. Am Tag vor ihrer Verhaftung ging sie zu dem Drucker und hatte eine Sammlung vierblättriger Kleeblätter dabei. Eines Tages kam sie rein und kopierte Bilder von vierblättrigen Kleeblättern. Sie sagte, sie hätte noch nie so ein Kleeblatt in Natura gesehen. Also sagte ich ihr, dass ich ein paar zu Hause hätte. Und ich holte eins für sie runter. Es war sehr eigenartig, denn sie drehte sich um und sagte, mal sehen, ob es mir Glück bringt. Etwa anderthalb Monate später las ich von ihrer Verhaftung. Es hat ihr wohl doch kein Glück gebracht. Der 5. November 1999 war der Tag, an dem Margarets Nomadenleben zu Ende ging. Sie bekamen einen telefonischen Tipp. Einer der Beamten zeigte einem Pizzaboten ein Foto von ihr. Dann ließ er ihn an ihrer Tür klopfen. Als der Bote zurückkam, sagte er, ja, die Frau sieht aus wie die auf dem Foto. Wir haben noch einmal einen unserer Männer als Pizzaboten verkleidet an ihre Tür geschickt. Der Mann öffnete die Tür und unsere Jungs gingen rein und fanden sie im Bad. Der Sergeant berichtete mir, dass er zu ihr sagte, wissen Sie, warum wir hier sind? Und sie antwortete, wegen dieser Las Vegas-Sache. Plötzlich kam ein Sondereinsatzkommando in die Wohnung. Zwei von ihnen sagten zu mir, sie sehen erleichtert aus, und ich entgegnete, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich will meine Familie wiedersehen. Ich will meine Enkel sehen, bevor sie erwachsen und verheiratet sind. Ich will, dass es schnell vorbeigeht. Aber es war noch nicht vorbei. Nach mehrmonatigen Auslieferungsverhandlungen kommt Margaret Rudin am 16. März 2000 nach Las Vegas zurück. Mehr als 5 Jahre nach Ron Rudins Verschwinden. Die Bürger, die Staatsanwaltschaft und die Polizei von Nevada haben lange auf diesen Tag gewartet. Margaret Rudin bereitet sich auf ihren Prozess am 30. Oktober 2000 vor. Sie wird nicht von einem hochrangigen Anwaltsteam vertreten, sondern von einem vom Gericht eingesetzten Pflichtverteidiger. Ihre überraschende Verteidigungsstrategie legt sie im Folgenden offen.
Honey, I hope you're doing real good. Süße, ich hoffe, es geht dir gut. Du schaffst das schon. Sie wird es sicher schaffen. Am Ende wird sie als Unschuldige daraus gehen. Es gibt viele Fragen, die ihr die Menschen stellen würden. Margaret Rudin verteidigt sich in diesem Prozess selbst und verzichtet auf die Anwesenheit ihres Anwalts. Zuerst wird die Polizei aussagen, dass ihre Handlungen sehr verdächtig waren und dass sie von Rons Verschwinden nicht beunruhigt zu sein schien. Peggy committed suicide on December 21st, I believe it was. Peggy beging, ich glaube, am 21. Dezember Selbstmord. In der Weihnachtszeit war Ron immer sehr niedergeschlagen. Es ging so weit, dass er Weihnachten hasste, die Menschenmengen und das Ganze drumherum. Er wollte nur, dass diese Zeit schnell vorübergeht. In dem besagten Jahr war er in ungewöhnlich schlechter Verfassung. Ich dachte, es läge an der Weihnachtsferienzeit und dass er sich vielleicht lieber vor dem Trubel in die Berge geflüchtet hätte. Denn wir hatten einen Wohnwagen in Mount Charleston. Ich bat die Leute, die wir dort kannten, nachzusehen, ob er dort sei. Ich engagierte aus dem gleichen Grund auch einen Privatdetektiv. Ron war nämlich nicht der Typ Mensch, der alles gleich an die große Glocke hängt. Sie werden ins Feld führen, dass die Waffe kurz nach der Hochzeit von Margaret und Ron aus dem Haus verschwand. Da Ron große Angst vor Einbrüchen hatte, war das Haus mit einem ausgeklügelten Alarmsystem ausgestattet. Aber als die Waffe verschwand, gab es keine Anzeige wegen Einbruchs und kein Alarm war losgegangen. Er hatte eine Alarmanlage. Ein Jahr zuvor war jemand ins Büro eingebrochen und über das Dach in die Waffenkammer gelangt. Also installierte er eine zweite Alarmanlage im Haus. Aber die war sehr einfach konstruiert. Sie taugte nichts. Außer jemand aktivierte sie bewusst oder gab eine Codenummer ein, um sie anzuschalten. In den 7,5 Jahren unserer Ehe ist es einige Male vorgekommen, dass jemand auf das Grundstück gelangte, indem er einfach über den Zaun sprang. Die Sekretärinnen und alle anderen Büroangestellten wussten genau, dass er eine Waffe unter seinem Bürostuhl, eine im Gürtel und eine in seinen Stiefeln hatte. Er hatte noch eine abgesägte Schrotflinte am Schreibtischende, eine am Fuß des Bettes und eine im Kofferraum. Die aus dem Kofferraum und die Waffen, die er am Körper trug, war nie gefunden worden. The one that was in the trunk of his car was never found. The guns that he carried on him were never found. His remains were found. Seine verbrannten Überreste waren in eine Truhe gestopft und wurden in der Nähe des Lake Mead gefunden. Nach dem, was mir berichtet wurde, hat sie das nicht sonderlich berührt. Actually, I knew. Im Grunde wusste ich es schon, bevor sie es mir mitteilten. Ich mache es kurz, weil ich nicht weiß, wie viel ich darüber außerhalb des Gerichtssaals sagen darf. Aber es gab zwei neue Detectives in der Mordkommission. Sie kamen am Sonntag, den 22. Januar 1995, in mein Antiquitätengeschäft. Ich fragte, gibt es etwas Neues? Und sie sagten nein. Dann fragten sie mich nach seinem Zahnarzt. In diesem Moment wusste ich, einen Moment. Ich weine eigentlich nicht. Ich will nicht vor der Kamera weinen. Wie auch immer, sie gingen wieder. Und ich weinte mich bei einer Freundin aus. Weil ich wusste, dass sie nicht nach seinem Zahnarzt gefragt hätten, wenn sie nicht einen Zahnabgleich machen wollten. Das musste bedeuten, dass sie ihn gefunden hatten und sie es mir nur noch nicht sagen wollten. Wie erklären Sie das Blut im Schlafzimmer? Okay, Sie wissen, wie wichtig mir das ist. Sie waren im Haus und in diesem Schlafzimmer. Sie wissen ja, dass Ron am 27. Januar 1995 starb. Sie wandten sich an die Presse und erklärten, dass das ganze Schlafzimmer hell aufleuchtete,
nachdem sie es mit Luminol eingesprüht hätten. So, als hätte man das Licht angemacht. Sie meinten damit wohl, dass das leuchtende Blut das Zimmer erhellte. Sie sagten im Fernsehen, dass dort überall Blut war. Aber wenn dem so war, warum haben sie dann 2 Jahre und 3 Monate damit gewartet, Anklage zu erheben? Margaret weist jegliche Schuld an diesem Verbrechen zurück und ist davon nie abgerückt. Sie hat jahrelang behauptet, dass sie es nicht war, und ich glaube, dass sie das mittlerweile selbst glaubt. Ich weiß nicht, ob sie die Wahrheit sagt oder nicht, aber ich denke, dass sie bis zum Schluss kämpfen wird. Ob ich mir wünsche, dass alles leichter wäre? Ja. Ob ich mir wünsche, dass ich manche Dinge wie von Zauberhand ungeschehen machen könnte? Ja. Das Schlimmste ist nicht das, was mit mir geschieht oder dass ich hier drin bin. Schlimm ist, was da mit meiner Familie angetan wird. Ich muss zugeben, dass es in den letzten 5,5 Jahren Zeiten gab, in denen ich von Gott enttäuscht war. Weil ich unschuldig bin. I am innocent. Als Flüchtige hatte Margaret Rudin viel Zeit zurückzublicken auf ihre Vergangenheit und auf die Wahrheit, die nur sie allein kennt. Als Gefangene muss sie nach vorne blicken auf den Kampf ihres Lebens und eine neue Chance auf Freiheit. Jahrelang konnte Margaret Rudin der Strafjustiz entkommen und die Polizei auf einer wilden Jagd von einem Ende des Landes zum anderen schicken. Jetzt ist ihre Reise in einer Zelle vorerst zu Ende gegangen und ein Gericht in Las Vegas wird darüber entscheiden, welchen Weg sie als nächstes einschlagen wird. Jetzt kenne ich mich ein wenig besser und weiß nun in meinem Alter, wo meine Schwächen liegen. Wir haben nicht die Chance, unser Leben noch einmal zu leben oder Dinge anders zu machen. Seit Ron Rudens enthauptete und verkohlte Leiche vor 6 Jahren in einer antiken Truhe in der Wüste von Nevada gefunden wurde, hat sich vieles verändert. Rons Bürogebäude am West Charleston Boulevard trägt zwar immer noch seine Initialen, aber das Büro, wo eine Waffe im Schreibtisch lag und Geweihe die Wände zierten, ist heute ein Scheckeinlöseunternehmen. Aus Margarets Antiquitätengeschäft ist eine Videothek geworden. Und auf dem Gelände, wo er mit seinen Frauen und Waffen lebte, spielen heute Kinder. Das Haus, das Ron Rudin gebaut hat, wird bald abgerissen werden, um einen Parkhausplatz zu machen. Und Margaret Rudin erscheint auf keinen Dinnerpartys mehr, sondern vor Gericht, wo sie ihren Kampf um Gerechtigkeit kämpft. Wir sind erleichtert, dass sie in Gewahrsam ist. Es war ein langwieriger Weg dorthin. Sie befindet sich nun auf einer spirituellen Reise und bemüht sich, ihre Mitschuld an bestimmten Geschehnissen zu erkennen. Vielleicht wird sie eines Tages die Verantwortung für gewisse Dinge übernehmen können. Es wird nie einen Beweis geben, weil sie es nicht war. Sie ist zu so einer Tat nicht fähig. Selbst wenn ich an ihrer Schuld gezweifelt hätte. In dem Moment, als Margaret Rudin geflohen ist, waren alle meine Zweifel ausgeräumt. Meiner Meinung nach hat sie damit ihre Beteiligung an der Tat eingestanden. Denn wenn man wirklich unschuldig ist, läuft man nicht weg. Für die Presse war der Fall sonnenklar. Die betrogene Ehefrau hat ihren Mann ermordet. Doch die Anklage beruht zum großen Teil auf Indizien und es wird nicht leicht sein, zu einer Verurteilung zu kommen. Ob sie eine Mörderin ist, die ihren Mann wegen seines Vermögens ermordete, oder ob sie zu Unrecht angeklagt wurde. Heute ist Margaret Rudin zur Ruhe gekommen und mit ihrem Glauben an Gott und ihrem Pflichtverteidiger im Reinen. Trotz der 5 Ehen und ihrem Ruf als schwarze Witwe hat sie die Hoffnung auf Glück und Liebe nicht aufgegeben. Ich habe immer noch die hoffnungslos romantische Vorstellung, dass irgendwo da draußen